Wenn ich als Expertin für Stress- und Burnout-Prävention in ein Seminarraum komme, bin ich sofort im Thema drin. Da sitzen Menschen in dem Seminar, die auch betroffen sind. Da ist es wichtig, sie zu erwischen, weil bei einem Burnout, das entwickelt sich wie in einer Spirale. Es gibt Zeitfenster, in denen Menschen noch gut zu erreichen sind. Da ist sowas wie eine Selbsteinsicht noch möglich. Wenn man in einem Burnout schon weit drin ist, hat das Auswirkungen auf das Gehirn. Kreatives Denken ist nicht mehr möglich. Und dann ist es wichtig, vielleicht auch provokante Fragen zu stellen, die ein Denken anregen, wie zum Beispiel, was musst du tun, damit du in diesem Jahr auf jeden Fall noch an einem Burnout erkranken wirst? Dann fängt es an zu arbeiten und zu rattern nach einem ersten Moment und es wird klar, ich muss einfach nur weitermachen wie bisher. Wenn ich Führungskräfte im Seminar sitzen habe, sind das natürlich noch andere Fragen, weil sie selber in einer Sandwich-Position sind. Sie wollen gute Führungskräfte sein, man spürt, ihnen liegen die Mitarbeiter oft auch sehr am Herzen. Aber es gibt auch eine Grenze für sie als Führungskräfte, wo es auch wichtig ist, wieder abzugeben in professionelle Hände, sich nicht überverantwortlich für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fühlen. Ein Thema, das immer im Raum steht, ist das, wer ist schuld? Die eine Seite sagt, es liegt daran, dass ich zu viel Arbeit habe. Das System ist schlecht. Die anderen sagen, es liegt an dem Mitarbeiter, der funktioniert nicht richtig. Und das ist ein wichtiger Ansatzpunkt zu gucken, jeder hat eine Verantwortung für seinen Bereich zu sorgen. Die Führungskraft, das Unternehmen hat die Verantwortung, für ein gesundes Arbeitsklima zu sorgen. Und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat die Verantwortung zu gucken, wo liegt es vielleicht an mir auch. Also richtig zufrieden gehe ich aus dem Seminar, wenn ich das Gefühl habe, die Teilnehmer haben was mitgenommen. Es hat irgendwas Klick gemacht und sie denken anders, tun was anders, haben eine Idee davon, wie sie ein Muster aufbrechen können und was anders machen als bisher.